Hi, hier ist Quert von PocketPC.ch und heute möchte ich euch das Unboxing vom Nexus 4 zeigen. In dem ganzen Play Store Debakel habe ich es wohl geschafft, eine Bestellung durchzukriegen von meinen ungefähr 50 Bestellungen. Ist eine angekommen und hier ist das Nexus 4 in 16 GB. Vorne haben wir halt wie gesagt das Nexus 4 drauf. Das Design ist ähnlich wie vom Nexus 7 auch von dem Karton her. Auf der Seite haben wir hier nochmal Nexus 4 stehen. Auf der Rückseite haben wir das Beste von Google, mehr als smart und ganz ohne Kabel. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal Nexus 4. Auf der Oberseite haben wir nichts und unten stehen nur die IMEI-Nummern und so weiter drauf. Das ganze Case hier ist ein wenig Soft-Touch, muss ich sagen. Also es ist nicht komplett, es fühlt sich nicht an wie Karton, sondern ist schon relativ gut. Jetzt nehme ich hier einmal das wunderbare Schweizer Taschenmesser und werde hier einmal das Ganze aufmachen. Meine schöne Kinderschere diesmal nicht. So, wir haben hier zunächst natürlich einmal das Nexus, packen das einmal zur Seite. Dann haben wir noch einmal Kurzanleitung, Sicherheit und Garantie. Wir haben ein Micro-USB-Kabel und ein Netzteil und ein kleines Tool, um die SIM-Karte rein und raus zu machen. Und das war's auch schon, es gibt keine Kopfhörer, aber das ist natürlich auch dem Preis geschuldet für 350 Euro hier für die 16 GB Variante. Die Kopfhörer sind meistens sowieso immer nicht so pralle. Hier jetzt das Nexus 4, ich zoome noch mal ein Stückchen ran, dann können wir das Ganze einmal sehen. Ich schaue einfach mal, dass wir hier die ganzen Plastikschutzfolien abbekommen. Auf der Vorderseite, auf der Rückseite. Und ich glaube, es sind auch Folien hier irgendwo aufgebracht, habe ich in anderen Videos gesehen. Aber es sieht gerade nicht so aus, als wären da Folien drauf. Das werde ich später nochmal genau untersuchen. Hier das Nexus 4 mit dem 4,7 Zoll Bildschirm. Auf der Vorderseite haben wir noch die Front-Facing-Kamera. Das war es auch schon fast. Der Lautsprecher natürlich noch. Und hier unten eine LED für die Notifications. Es gibt keine Buttons, sondern wir haben On-Screen-Buttons hier. Auf der rechten Seite haben wir den Power-Knopf. Auf der linken Seite haben wir die Laut- und Leise-Tasten und den SIM-Karten-Slot. Auf der Oberseite haben wir ein Mikrofon und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der Unterseite haben wir einmal die Schrauben zum Öffnen, sollte man eigentlich nicht machen. Kann man aber auch, dann kann man auch den Akku austauschen. Dadurch verliert ihr aber die Garantie, aber obwohl das ein fest verbauter Akku ist, kann man dadurch das Gerät öffnen. Wir haben hier noch ein Mikrofon und den Micro-USB-Anschluss. Auf der Rückseite haben wir die Kamera und den LED-Blitz, hier den Nexus-Schriftzug und LG. Unten ist noch ein Lautsprecher und ich versuche mal das zu zeigen. Ist immer sehr schwer, diesen Bling-Bling-Effekt hier. Ich nenne ihn einfach mal so zu sehen. Hier kann man ihn ein wenig sehen. Also der fällt wirklich nicht doll auf, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ganze Gerät gefällt mir auch sehr, sehr gut, liegt gut in der Hand. Es ist stabil gebaut, es ist sehr hochwertig. Es ist absolut seinen Preis von der Verarbeitung wert, würde ich sagen. Also es fühlt sich hochwertig an, nicht billig. Im Vergleich mit dem Galaxy Nexus fühlt es sich deutlich besser an, finde ich. Das liegt natürlich an der Gorilla Glass 2 Front und auch an dem Glasrücken. Die Soft-Touch-Oberflächen an den Seiten sind auch sehr angenehm zu halten. Sie geben dem Ganzen ein wenig besseren Grip. Wenn man das Ganze nur auf Glas hätte, wäre es natürlich rutschig. Aber hier wirklich sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und das war unser Unboxing zum Nexus 4 von LG. Da kommen natürlich noch später deutlich mehr Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.